Nun herzlich willkommen zurück hier zum Construction Simulator. Wir hatten in der letzten Folge hier den Bau fertig gemacht mit dem Geisterhaus, Spukhaus, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Wir suchen uns auf jeden Fall direkt die nächste Kampagnenmission heraus aus dem Finale. Ach, Spukhaus, so hieß es. Die Schiffsschaukel, würde ich sagen. Ja, interessant, okay. Tiefgründung, Stahltragwerk, Transport. Und die Gründung, ja. Exit, direkter Mausgang ist das. Ja, ui, das braucht aber lange zum Spawnen. Naja gut, sprechen wir mit dem Hafenmeister. Seitdem die Hafengegenden so aufleben, interessieren sich die Leute auch wieder verstärkt für die Seefahrt. Passend dazu haben wir uns entschieden, eine imposante Schiffsschaukel zu bauen. Die Pläne habe ich gemeinsam mit den Jungs und Mädels von der Werft angefertigt. Die anderen wollten ein modernes Schiff, aber ich habe mich am Ende durchgesetzt und jetzt wird es ein Piratenschiff. Es wird von Wasser umgeben sein, deshalb braucht es eine besonders stabile Basis. Das Schiff selbst wird von uns in der Werft gefertigt und ist abholbereit, sobald die Vorbereitungen hier abgeschlossen sind. Ja, was sollen wir wohl nehmen? Ich denke, das ist super easy, die Frage zu beantworten. Das gute Gerät hier natürlich. So, legen wir mal los. Ah, Moment, wir tauschen eben hier nochmal die Aufträge, damit wir unseren Fortschritt auch sehen können. Ah, haben wir schon erledigt, sehr schön. Ziehen wir uns zurück. Und Material. Wir haben ja noch nichts gekauft, also wird das alles das Material sein. Können wir nicht mehr transportieren? Geht das nicht? Ha, verrückt. Ja, das sollten wir alles an den Job 1 liefern. Ach so, im Lager haben wir gar nichts mehr, deswegen, okay. Ne, dann ist gut. Dann würde ich sagen, betreten. Zwei, eins, eins und sechs. Wo haben wir denn hier einen Kramplatz? Ah, hier hinten.
So, dann platzieren wir mal die ganzen Objekte, die wir hier benötigen. Ach shit, wir brauchen alles, nur das nicht. Ich habe jetzt genau das Falsche gegriffen. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. So, jetzt aber komm. Zack, das brauchen wir auf jeden Fall. Tja, die restlichen Materialien, die müssen wir scheinbar wohl doch besorgen. Die Schalung haben wir schon wieder eingelagert. Zwei Bewährungsgitter, ein Holz. Ach, ein Holz und zwei Bewährungsgitter. Ah ja, komm. Egal. So, eine Betonschalung noch.
Sehr schön, das haben wir auch fertig gegossen. Finde ich gut. Ach, noch mehr gießen. Da können wir den direkt wieder anhängen. Brauchen wir den gar nicht richtig abstellen. Sehr schön. Noch einmal betonieren, nachdem wir hier die Platten gesetzt haben. Bohrungen. Aber natürlich, wir bohren hier für die Standbeine der Schiffsschaukel. Na komm. Sehr schön. Dann würde ich erstmal das Drehbohrgerät auspacken und einmal herholen.
Der Kran muss da noch weg. So, wir haben das Ziel erfüllt. Schaffen wir das schon von hier? Nein, ich denke nicht. Aber ein bisschen mehr anheben. Drehen und es sitzt perfekt. Man glaubt es gar nicht. Und 75%, wir haben es geschafft. Ja, jetzt müssen wir gießen. Ich denke, wir nehmen dafür den Kran und den Kübel. Alles wie gehabt, hat ja sonst auch immer ganz gut funktioniert.
Der Prozentwert steigt weiterhin. Langsam, aber stetig. Das ist gut. Wieso liegen da Röhren und wir müssen die beseitigen? Das macht gar keinen Sinn. Okay, und sie wurden direkt verbaut. Jetzt müssen wir die restlichen Metallbauteile einmal platzieren. So, nun heißt es einmal die Rohre platzieren. Platzieren wir hier mal schön die Rohre, die Halterung für die Schiffsschaukel.
So, das sieht so aus, als würde nur noch das Schiff fehlen. Das ist auch die Spezialteile-Lieferung, die noch ansteht. Ich würde sagen, wir packen erstmal den Bohrer weg, damit wir da auch ein bisschen Platz haben an der Baustelle. Dann einmal den auslagern und den, obwohl der hier wird nicht ausreichen, da bin ich ganz, ganz sicher. Also nehmen wir mal den. So, wir sind fast am Ziel. Ein Gewicht wird uns noch nicht genannt. Ach, das haben wir. Ah! Deswegen musste man das hier erst bauen, weil das muss ja auch schließlich hier erst gefertigt werden. Finde ich cool, sowas, dass es miteinander nachher zusammenhängt. Ja, Klasse B. Ja, doch, das hätten wir wohl doch heben können. Aber davon bin ich echt nicht ausgegangen. Finde ich krass. Ich würde sagen, wir holen uns den Mobilkran. Reisen mit dem dorthin.
Das passt so gerade eben. Sehr schön. Wir hüpfen hier mal runter und schnappen uns den Kran. Ach nee, nicht betreten, Mann. Mensch, ich will da doch hinreisen. Fahren wir noch ein Stück vor, damit wir da leichter rankommen. So, da haben wir das schöne Stück auch schon am Arm. Setzen wir das mal ab. Sehr schön. Den können wir nachher einfach wieder einlagern. Obwohl, den werden wir wahrscheinlich sowieso brauchen, oder? Ich weiß immer noch nicht, welches Gewicht das Bauteil hat. Es sieht schon verdammt schwer aus. Das werden wir gleich sehen. Gehen wir mal hier rum. Summ, summ. Und wir sind da. Ich weiß immer noch nicht, welches Gewicht das blöde Ding hat. Mensch. Die sollen mir das doch einfach anzeigen. Oh, es reicht aus. Und? Sehr schön. Also einmal aufräumen. Einlagern, einlagern. Ebenfalls einlagern, ebenfalls einlagern. Die Materialien, auch ganz wichtig noch, dran denken, alles hier einmal schön einzulagern. Dann brauchen wir nur noch das Feld zu räumen. Uns hier zurückzuziehen. Und dann reicht das aus. So, da ist der gute Herr, der Hafenmeister. Mit dem quatschen wir jetzt nochmal. Potzblitz und Donnerwetter.
Der Kahn macht richtig was her. Man spürt regelrecht die Gischt der tosenden Wellen im Gesicht. Mit dieser Attraktion setzen wir hier im Park jedenfalls ein markantes Zeichen. Vielleicht sollten wir zusätzlich über ein paar Infotafeln nachdenken, um den jungen Leuten noch etwas Geschichte zu vermitteln und ihnen zu zeigen, wie es damals wirklich zuging. Ich freue mich schon zu sehen, wie dieses gewaltige Schiff mit lauter Leichtmatrosinnen und Leichtmatrosen an Bord über die Wellen fliegt. Ja, sehr schön. Ha, guck mal hier, da ist das Männchen wieder. Das haben wir ja auch gerade gesehen. Dort vorne auf der Spitze des Schiffes. Finde ich cool. Gefällt mir. Ach, da ganz hinten ist nochmal das Männchen. Ja, ich würde sagen, auch mit den Kanonen hier. Sieht schick aus, ne? Ach, Enter mit ganz viel R. Ja, super. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge. Und damit schließen wir dann hier wieder einmal einen Kampagnenauftrag des Finales ab und haben nur noch eins vor uns, dann den Aussichtsturm. Ne? Wir bauen nochmal einen Aussichtsturm dann in der nächsten Folge wahrscheinlich und danach werden wir uns vielleicht nochmal mit ein paar Nebenmissionen, wie zum Beispiel im Ferienhaus, so Sachen, die wir noch gar nicht hatten, beschäftigen.